La Galicia Romana, das römische Galizien im Nordwesten Spaniens, wird das Ziel meines Osterausflugs 2024. Die Römer eroberten Spanien in einem langen Prozess von ca. 220 bis 20 vor Christus. Ab 137 vor Christus gehörte Galizien zur Provinz Hispania Tarraconensis und im spätrömischen Reich formte es sogar eine eigene Provinz, Galaecia. Oder so ähnlich. In Galizien gibt es den besterhaltenen römischen Leuchtturm der Welt zu sehen, ebenso fantastische Stadtmauern um Lugo und antike Goldminen. Das möchte ich mir gerne alles anschauen, obwohl das Wetter leider schlecht werden soll. Und ich werde zum Lernen und als Erinnerung auch ein paar Videos machen. Ja, das wird bestimmt sehr cool. Ich freue mich auch schon. Das wird dann auch nicht groß editiert oder so. Das bleibt einfach so, wie es ist, mit all meinen Sprachfehlern und allen Falschheiten. Aber trotzdem versuche ich, viele Aufnahmen zu machen und das wird bestimmt ein super Abenteuer. So ging es mit gepacktem Koffer zum Flughafen und von dort nach Porto in Portugal. Dort angekommen wurde ein Mietauto gemietet und mit selbigem ging es als erstes an die Küste. Das ist der Angiras-Strand. Hier befanden sich, verstreut über eine Länge von etwa 600 Metern, 32 römische Fischbecken. Sie stammen aus dem 3. oder 4. Jahrhundert und wurden zum Einsalzen von Fisch und zur Herstellung anderer Arten von Fischkonserven, einschließlich des berühmten Garum, der römischen Fischsoße, verwendet. Die vier großen Blöcke am hinteren Ende sind wohl unvollendete Fischbecken. Auch Salinen, in denen sich das Salz befand, wurden entdeckt. Die Becken stellen ein interessantes Beispiel für römische Produktion von Fischkonserven im quasi industriellen Maßstab dar. Für weitere Erkundungen fehlte leider die Zeit und so ging es vom Meer aus direkt in die Berge zur ersten Unterkunft. Boa noite und bis morgen.